Ja, hallo liebe PSD Dreams Users. Heute will ich euch mal ein neues Tutorial zeigen, und zwar, wie wechsle ich Köpfe von Personen. Hier haben wir schon mal einen schönen Render von R-Truth, wie ihr auch seht in der Fotomontagen Abteilung. Also dieser Render ist nicht echt. Den habe ich so gemacht und ich werde euch anhand des Kopfes zeigen, wie ich es gemacht habe. Und zwar klicken wir jetzt mal auf Photoshop. Ich habe schon mal vorbereitet. Hier sehen wir es. Der Render besteht aus diesen zwei Cuts, also zwei unterschiedlichen Personen. Und ich will euch nun zeigen, wie man die Köpfe quasi wechselt. Ich werde euch nur die Köpfe zeigen. Also hier seht ihr, habe ich noch den Titel und die Bandanas gemacht an den Händen. Aber in dem Fall will ich euch jetzt nur schnell den Kopf zeigen. Jedenfalls ist es schon mal viel besser, wenn ihr Cuts habt, also kein Hintergrund. Gibt es natürlich bei PSD Dreams on Mengen. Aber ich werde wahrscheinlich auch noch ein Tutorial machen mit einem Bild, wo ein Hintergrund hat, weil das ist im Endeffekt genauso einfach. Also zuerst mal will ich hier den Kopf wegradieren, weil den brauchen wir quasi gar nicht mehr. So. Mach mal einfach ganz fein, locker. Runter. So, dann seht ihr schon mal, hier ist das Bild etwas kleiner als hier. Der Kopf muss natürlich gut passen. Da verkleinern wir es etwas. Dann schneiden wir hier jetzt schon mal wichtig den Kopf raus. Am besten wir geben den Cut erstmal einen Hintergrund. Neue Ebene. So. Dass wir sehen, was Hintergrund ist und was nicht. Dann cutten wir den Kopf ganz fein mit dem Zeichenstift. Werkzeug da unten. Die Einstellungen ganz normal, wie wenn ihr cuttet. Dann nehme ich mal einen Teil vom Körper. So. Die Kette nehme ich mal mit und den Kopf. Man dann im Endeffekt, wenn es dann zu viel ist, immer noch entfernen. Auch die Haare will ich ihm nicht abschneiden. So, kann man das hier ganz grob machen. Die Auswahl umkehren. Und schon hat man nur den Kopf. Das könnt ihr wieder löschen quasi. Dann seht ihr hier schon. Jetzt im Ungefähr. Natürlich sieht es jetzt noch scheiße aus, muss man ganz ehrlich sagen. Am besten, wir machen es auch noch ein bisschen kleiner. So. Schieben wir den wieder rüber. Hier noch die Arbeitsfläche kurz ein wenig größer machen, damit wir auch genug Platz haben. So, könnte man natürlich vorher auch etwas beachten, habe ich jetzt vergessen. So. Dann machen wir den Kopf natürlich erstmal, schieben ihn so hin, dass das Sinn ergibt. So kann man sagen, sieht schon mal nicht schlecht aus. Dann würde ich sagen, dass wir jetzt den Teil unter der Kette eigentlich gar nicht mehr brauchen. Können wir also quasi auch wegmachen. Können wir auch mit dem Zeichenstift machen oder hier. Ganz locker. Und grob. So. Dann sieht natürlich immer noch nicht super aus. Sind zwei verschiedene Farben. Passt gar nicht. Dafür haben wir hier den Nachbelichter-Werkzeug. Beziehungsweise das Werkzeug. Oder den Nachbelichter. Den wählt ihr aus. Je nachdem. Muss nicht hart sein. Ihr könnt die Einstellungen machen, wie ihr sie gerade braucht. In den Mitten etwas größeren. 40 und dann Härte könnt ihr spielen, je nachdem wie ihr sie braucht. Ich mache jetzt einfach mal 50. Dann die Belichtung nehmen. Erst ich habe jetzt mal Mitteltöne eingestellt und die Belichtung, je nachdem, ist immer anders, wie es sich verträgt. Ich habe jetzt, nehme jetzt einfach mal 25. Dann gehe ich fein rüber, nur den Kopf. Ihr seht schon, der wird jetzt dunkler. Wenn es nicht reicht, einfach loslassen die Maustaste und nochmal machen. So,
vielleicht etwas zu viel des Guten, aber nur damit ihr wisst, wie es funktioniert. Dann nehmt ihr vielleicht etwas weniger Zehen, den Pinsel etwas kleiner und macht die feinen Stellen noch etwas. Brauchen wir doch ein wenig mehr. 20. Soll alles nach einem aussehen. So. Auch die Haare am besten nicht vergessen. So. Und schon hättet ihr in ungefähr den Kopf gewechselt. Sieht zwar jetzt nicht ganz genauso aus wie hier. Ihr habt jetzt auf die Schnelle gemacht, um es euch zu zeigen. Hier ist er etwas anders als hier. Aber ich hoffe, ihr habt das Konzept verstanden, wie man einen Kopf einfach wechselt von einer Person, wie man ihn auch besser aussehen lässt. Ihr könnt natürlich jetzt, es geht auch bei anderen Hautfarben, dafür gibt es dann zum Beispiel das Abwählerwerkzeug. Da kann man dann die Haut auch heller machen. Hier. Aber in dem Fall sieht es jetzt so aus. Ich hoffe, das Tutorial hat euch was genützt und ihr schaut das nächste Mal auch wieder vorbei. Abonniert uns, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal.